Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, willkommen zurück zu Feed the Beast. Heute wollen wir uns ein Nano-Saber bauen und mal schauen, wie viel Zeit dann noch bleibt. Vielleicht für etwas Stormcraft, vielleicht noch für etwas anderes. Für die Bienen vielleicht, da können wir auch noch was machen. Aber das erste, was ich heute machen will, ist ein Nano-Saber. So, Nano-Saber haben wir eigentlich alles für. Die Sachen müssen wir eigentlich mal machen, ist also nicht so ganz so schwer. Die können wir einfach craften, dafür haben wir alles. Das Problem ist der Energy Crystal. Und zwar brauchen wir dafür wieder Redstone. Und wie wir alle wissen, wir haben keinen Redstone mehr und können es auch nicht uns so einfach craften. Aber das, was wir haben, ist ein super Hammer. Und damit gehen wir gleich mal ganz kurz eben farmen. Bevor wir das aber machen, nehme ich mir mal ein bisschen Kohle und zwar werde ich die schon mal mercerate'n. So, also einfach hier mal reinschmeißen in den Pulverizer. Und zum Zweiten würde ich auch ganz gerne was hier noch vorher machen. Hatte ich gerade ganz kurz drüber nachgedacht. Nehme ich einen Chunkloader, wo ich gerade die Kohle da reinwerfe. Denn solange wir uns ja hier nicht befinden in dieser Welt, wird die auch nicht geladen. Das heißt, ja, die Kohle würde zum Beispiel nicht weiter pulverisiert werden. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn wir hier auch einen schönen Chunkloader uns einfach hinsetzen für die Base. Okay, dann ein Buch bräuchte ich. Ich bräuchte eine Enderpearl und etwas Gold. Eine Enderpearl, etwas Gold liegt hier drin. Dann können wir das hier auch gleich fertig machen. Und zwei Diamanten hätte ich ganz gerne. Ist ein bisschen kostspielig, aber es rentiert sich dementsprechend später. Gut, der kann schon mal raus. Dann etwas Gold. Und die Enderperle oben drüber. Und das Ganze werden wir dann unten einfach in den Keller so ein bisschen verstecken. Und ich wüsste auch, glaube ich, schon einen sehr guten Platz. Nämlich den hier. Genau hier unter die Treppe drunter. So, wunderbar. Sieht man nicht unbedingt. Und der Chunkloader lädt 9 Chunks. Das soll eigentlich hier komplett reichen. Können wir eigentlich von hier aus sehen? Ja. Ist okay. Sollte auf jeden Fall reichen. Und dann wird ja das Ganze hier oben auch schön geladen. Währenddessen wir auch unterwegs sind. Okay, der wird wahrscheinlich jetzt schon fast fertig sein. Naja, so gut wie. Daran soll es uns aber jetzt nicht liegen. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz in die H3. Und zwar zu unserer Quarry und unserem kleinen Farmland. Der ist mittlerweile immer noch nicht... Oh, warum hat der hier Goldohr hier rein sortiert? Ach, okay. Goldohr liegt hier noch nicht drin. Ah, wunderbar. Dann schmeißen wir das einfach mal damit dazu. Und werfen das einfach mal ganz kurz mit rüber. So, mit diesem Stein weiß ich auch noch nichts anzufangen. Der sieht ein bisschen hässlich aus. Eventuell kann man noch was raus craften. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Creeper-Line. So, den locken wir mal hier so ein bisschen weg. Da haben wir jetzt gerade keine Lust drauf auf den. So, auf geht's nach unten. Und zwar hier in unser kleines Farmparadies. Hat mir hier nicht mal irgendwie eine Kennzeichnung hingemacht. Machen wir das mal, bevor wir uns hier wieder verirren und nicht wissen, wo wir langlaufen müssen. Gut, hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und da können wir auch im Prinzip so weitermachen. Wir gehen jetzt einfach mal bei, schlagen jetzt hier einfach mal mit dem Hammer hier einfach so rein. Und wie ihr seht, das Ganze geht wirklich ziemlich fix. Ja, doch, lässt sich mitarbeiten. Und dann laufen wir jetzt einfach mal hier jetzt so weiter. Und werden jetzt hier so ein bisschen noch so ein bisschen Stein farmen. Und da kommt schon das erste Redstone aus dem Boden. Super Sache. So haben wir das gerne, so sehen wir das gerne. Wir brauchen auch nicht allzu viel, das heißt also, wir müssen uns hier jetzt nicht lange aufhalten. Aber so ein klein bisschen hätte ich doch schon ganz gerne gefarmt. Vielleicht finden wir gleich noch ein bisschen mehr. Dann könnten wir eigentlich schon fast wieder umdrehen. So, den ganzen Stone brauche ich natürlich nicht. Aber dadurch, dass wir auch Luck auf dem Hammer haben, kriegen wir jetzt auch ein bisschen mehr Kohle und auch ein bisschen mehr Redstone, was ziemlich nice ist. Und auch schon mehr Redstone. Ja, wunderbar, dann reicht das ja schon fast gleich. Mal gucken gleich, wie viel wir haben. Aus diesem bisschen Redstone, was wir hier jetzt bekommen haben, mit dem Luck halt dazu. Wobei der Luck ja noch nicht allzu groß ist, den wir hier drauf haben. So, schauen wir einfach mal nach. Miner's Backpack. Reingeguckt, 61. Also wir haben fast einen Stack mit zwei kleinen Farmen da
erreicht, was ziemlich nice ist. So, ich hole mir noch das Eisen hier raus. Da ist noch ein bisschen Force. Holen wir uns auch gleich nochmal. Und dann sollte das erstmal gewesen sein hier. So, wunderbar. Und dann werden wir hier noch ganz kurz die Force uns raus besorgen. Gut, das war's eigentlich schon wieder hier. Wir können wieder zurückfliegen, laufen, wie auch immer man sehen möchte. Teleportieren oder ja, so oder so ähnlich. Dann geht's hier auch raus und ab nach Hause. Gut, da ist eine Tür, da geht's durch. Na, komm, willst du wohl durch? Und ab nach Hause. Gut, zack, das dauert einen kleinen Augenblick, bis er hier die ganze Gegend hier geladen hat. Ah, da ist er schon fertig. Wunderbar, und man sieht, der Hammer hat sich so gut wie gar nicht aufgebraucht. Den Kohldust nehme ich hier natürlich noch raus. Dadurch kann er natürlich hier noch das Copper und den ganzen anderen, hoch, Copper sei schon, den ganzen Gold und so einschmelzen. Gut, gut. Also, was brauchen wir sonst noch fürs Nano-Saber? Wir brauchen auf jeden Fall erst einmal dieses Raw Mesh, also beziehungsweise diese komischen Carbon Plates. Und das bekommen wir, wenn wir das Ganze so machen. Raw Carbon Mesh heißt es, genau. Und die müssen wir wiederum in einen Kompressor tun, um die Platten zu bekommen. Und den Kompressor, den haben wir schon. Das Problem ist, der arbeitet ziemlich langsam. Aber dafür gibt es natürlich eine Abhilfe. Wir schnappen uns mal so ein bisschen Zinn. Und wir haben ja übrigens noch ein bisschen mehr pulverisiertes Zinn. Das können wir gleich mal, wenn dies soweit durchgearbeitet ist, auch mal reinschmeißen. Und zwar, was bauen wir uns? Wir bauen uns noch ein paar Overclockers. Und zwar werden wir uns erstmal ein paar Empty Cells bauen. Ganz normal, regulär. Daraus könnten wir uns im Prinzip 5 Stück dann bauen, wenn ich das richtig sehe. 15, ja. 5 Stück könnten wir uns daraus bauen. Das heißt, eine Zelle bleibt im Prinzip über. Das heißt, diese 15 müssten wir eigentlich mal füllen. Warte, bevor ich die jetzt auch noch fülle, lege ich die einfach mal hier rein. Dann haben wir noch eine Empty Cell einfach mal so über, falls wir die mal irgendwo gebrauchen können. So, und dann werde ich die jetzt einfach mal hier schnell füllen. Geht ja eigentlich relativ zügig. Huch, jetzt haben wir das Wasser hier schon kaputt gemacht. Na, ist nicht ganz so schlimm. Können wir noch reparieren zur Not. Haben wir gerade einen Eimer hier parat. Da haben wir einen Eimer. Reparieren wir das gleich. Sonst sieht das alles so ein bisschen hässlich aus hier. So. Jetzt sieht es wieder hübsch aus. Und so kann es dann auch erstmal bleiben. So, wir haben die Water Cells. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie... Ach, genau. Wie man die umwandelt, weiß ich noch. Aber was brauchte man sonst noch für die Overclocker? Das war die Frage. Ich glaube, Circuit und Kabel, oder? Da. Ja, Circuit und Kabel, okay. Das heißt, 5 Circuits. Huch, falsches Gerät, da müssen wir hin. 5 Circuits brauchen wir. Wir brauchen etwas Redstone. Da fängt schon an. Das Redstone wird schon wieder gebraucht. 1, 2 und einen haben wir noch. Das passt ja genau mit 5. Und das, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen Platz verschaffen. Deswegen werfe ich hier mal ein paar Sachen einmal kurz raus. Zinn brauchen wir und die Dinger brauchen wir. Und dann müssen wir das hier nochmal mit Zinn umrunden, um hier die 10.000 coolen Cells zu bekommen. So, dann schmeiße ich die hier nochmal wieder raus. Und nochmal. Und nochmal. Wunderbar. Währenddessen können wir jetzt das andere hier aufbauen. Und zwar so. Nee, halt, stopp. Die kamen in die Mitte und Kabel kamen daneben. So, und dann hier oben drüber diese Dinger. Und dann kriegen wir ein paar Overclocker raus. 2, 3, 4, 5. Wunderbar, das Rest kann jetzt hier wieder reingeschmissen werden. Denn wir brauchen auch noch was anderes. Wir brauchen hier noch Advanced Alloy. Halt, stopp. Das war falsch. Und zwar können wir das auch mit den Force Ingots machen, statt mit Bronze, was ziemlich cool ist. Und etwas Zinn und wir bekommen 4 statt nur 2 raus. Und da werden wir uns auch nochmal 8 Stück machen. Werden wir definitiv auch noch für was anderes gebrauchen können. Also ist es auf jeden Fall nicht verschwendet. So, was wir machen. 5 Stück hauen wir jetzt einfach mal rein. Und jetzt hauen wir mal hier dieses Mix Metal rein und man sieht, das geht hier relativ schnell. 2 Stück nehme ich davon mal ganz kurz mit. Und zwar, diese 2 werden wir jetzt für das Nano-Saver mitgebrauchen. So, hier der Redstone, hier war glaube ich auch noch ein Redstone drin.
lege ich da mal mit dazu. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal den Energy Crystal. Den bauen wir uns einmal so. Jetzt brauchen wir den Energy Crystal. Wir brauchen diese komischen Carbon Plates. Die haben wir hier. Wir brauchen das Advanced Alloy. Und wir brauchten, ich glaube es war Glowstone, für ein sogenanntes Nano Saber. Wunderbar. Und das müssten wir uns eigentlich mal aufladen. Und zwar können wir das hier mit reinwerfen. Da können wir es nicht mit reinwerfen. Eventuell können wir es hier mit reinwerfen. Können wir aber, es lädt gerade nicht. Warum nicht? Ist es denn nicht Tag? Doch, dementsprechend, eigentlich müsste es Tag sein. Da ist die Sonne. Es lädt aber nicht auf. Das ist nicht so gut. Eventuell, was wir machen könnten, ist, es über unsere Rüstung aufzuladen. Und zwar, wenn wir ein Tier killen. Und zwar machen wir das einfach mal so. Weil wenn man das benutzt, dann lädt es sich, glaube ich, da auf. Verdammt, wir müssen es erstmal einmal aufgeladen haben. Oder? Ja, müssen wir. Das ist blöd, das ist sehr blöd. Wir haben leider keine, also das ist tierabhängig, das heißt, also stufenabhängig. Das hier ist noch Tier 1 Energie, was wir hier haben mit der Badbox. Und deswegen können wir das hier nicht aufladen. Das ist blöd, das ist echt blöd. Wir brauchen also Tier 2, um das Ding aufladen zu können. Schätze ich mal. Wir hätten vielleicht erst den Crystal aufladen sollen und dann hätte sich das Ganze über die Rüstung weiterhin aufgeladen. Was wir machen könnten, und wir bauen uns einfach eine MFSU. Was ist eine MFSU? Ja, ne, das war die. Nee, MFE ist die kleine. Die MFSU ist die große. Und zwar bräuchten wir dafür mehr Crystals. Und etwas Golden Copper Cable, doppelt isoliert, und ein Maschinenblock. Brauchen können wir ihn so oder so, aber dann müssen wir uns auch noch einen LV-Transformer bauen. Da sonst der Strom einfach zu groß wird. Wobei, den könnten wir dann oben installieren, also so schlimm ist es nicht. Könnten wir machen. Machen wir, glaube ich, auch. Wir bauen uns jetzt einfach mal ein. Kostet uns 4 weitere Diamanten und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Redstone. 1, 2, natürlich, die kann man natürlich auch nicht stacken. 3, 4, das ist natürlich klar. Und zwar, warum sind die jetzt rot und der ist weiß? Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch relativ egal. Sind die jetzt aufgeladen? Ich glaube nicht, nee, sind die nicht. Die liegen jetzt hier nur so komisch drin. Machen wir es vernünftig, so dass sie nicht aussehen, als wenn sie kaputt wären. Dann brauchen wir etwas Golden Copper Cable. Zwar mehr Gold Cable. Und zwar brauchen wir das mit etwas Rubber. Und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Rubber. Und ich hoffe, dort oben liegt noch etwas Rubber drin. Wunderbar, da liegt auch noch was drin. So, einmal geht's kurz zurück. Und zwar machen wir uns jetzt daraus mal ein bisschen doppelisoliertes Kupferkabel. 2, 3, 4. Und wir brauchen noch einen Maschinenblock. Den kriegen wir eigentlich auch relativ leicht hin. Und dann legen wir das Ganze einfach hier mal eben kurz zurecht. So, die können da schon mal rein und das Kabel noch dazu. Und dann haben wir eine MFE. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Nehmen die Wrench mit und wir bauen, halt stopp, das Ganze hier oben einfach um. Und zwar hier setzen wir jetzt einfach eine andere, also die MFE jetzt einfach sozusagen hier hin. Und ich hoffe, ja, das Ding geht kaputt. Das heißt, wir müssen hier jetzt auch eine andere Dingseinheit reinsetzen, weil sonst das Ding hier natürlich kaputt geht. Das war klar. Also, Ultra-Fail, das Ding ist natürlich nur ein LV-Ding gewesen. Wir brauchen ein MV, wie nennt sich das Ding? Consumer oder Producer? Ich weiß nicht, einen von beiden. Dafür brauchen wir einen MV-Transformer, einen Maschinenblock, noch ein bisschen Kabel. Total easy, hätten wir uns auch gleich bauen können, aber naja.
Wir haben natürlich wieder mal nicht drauf gehört. Okay, 1, 2. Maschinenblock kriegen wir auch noch hin. So, dann der Maschinenblock. Das Kabel, LV-Transformer. Und das einmal mit 4 Gold. Haben wir den Konsumer. Ich glaube, es war ein Konsumer. Denn er konsumiert ja. Zack. Ja, so sieht das doch schon wesentlich besser aus. Und hieran dürfen wir unseren Nanosaver kurz aufladen. Ja, wunderbar. Und wenn wir es jetzt anmachen, dann füllt es sich jetzt durch unsere Rüstung. Ja, es hat geklappt. Wunderbar. So wollte ich das sehen. Und zwar können wir jetzt unendlich Energie, mehr oder weniger. Und das ganze Ding lädt sich immer schön brav über unsere Rüstung auf. Und ja, solange in unserer Rüstung Energie ist, hat das Ding hier auch Energie. Super Sache. Musste einfach nur mal einmal ganz kurz ein bisschen Energie rein. Und das Schöne ist, hier drin lädt sich jetzt auch eine ganze Menge Energie noch mit auf. Gut, jetzt verbraucht sich halt gerade was, aber dann tagsüber können wir ganz kurz ändern. Wir machen einfach mal hier... Ach, jetzt sind Monster gerade draußen. Dann, zack, sterbt ihr Monster. Halt, stopp. An, so ist das Ding. Zack, und die Dinger krepieren einfach. Uah, natürlich nicht meine... Wow, wie viele Monster sind auf einmal hier? Warum geht denn das Ding eigentlich immer wieder aus und an? Ich weiß es nicht. Zack, zack, zack. Habe ich das gerade ausgemacht? Glaub wohl. Zack, zack. Verdammt. Oh nein, ich habe eine Kuh gekillt. Wie kann ich nur? Ah, diese Enderman. Wow. Die Enderman sind auch ganz schön heftig. Die sterben noch nicht mit einem Schlag. Aber alles andere stirbt mehr oder weniger mit einem Schlag. So, du auch. Weg mit dir. Jetzt sieht es doch hier wieder relativ brav aus. Und ja, das Ding hat sich doch eigentlich mehr oder weniger schon gelohnt. Was wir noch machen könnten, ist die Box hier, die schöne Badbox, könnten wir uns im Prinzip auch nochmal hier irgendwo aufstellen. Und zwar machen wir das einfach mal ganz kurz hier. Und dann machen wir mit der Wrench einfach mal einen Hit hier oben drauf. Dann dürfte das doch eigentlich auch funktionieren, korrekt? Ja. Dann haben wir noch so ein bisschen Zwischenenergie, um einfach nochmal so ein bisschen, um Energie dazwischen zu lagern. Okay, was haben wir jetzt noch? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe noch eine andere Idee, was wir bauen können. Und zwar bauen wir uns für uns selber. Wir haben da jetzt, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie ich das meine. Und zwar, hoch. So. Hier haben wir im Prinzip dieses System, was von der Query bekommt und eigentlich immer mal wieder am Laufen ist. Ich habe mir gedacht, für uns selber, falls wir mal wieder etwas mercerated haben wollen oder etwas schnell eingeschmolzen haben wollen, bauen wir uns hier ein paar Industrial Craft Maschinen, zum Beispiel den Mercerator und diesen schönen Rotated Furnace. Ich weiß gar nicht, wie der hier heißt, glaube Advanced oder Induction Smelter oder wie der auch heißen soll. Nee, Induction Smelter nicht, sondern schauen wir mal, Furnace, doch, Induction Furnace heißt der, okay. Eigentlich Induction Smelter wäre nämlich der von Thermal Expansion, der Induction Furnace. Und dafür brauchen wir auch einen Advanced Machine Block und wir bräuchten einen normalen Machine Block, wo wir natürlich jetzt gerade aktuell kein Refined Iron haben, oder? Ist, warum nicht da noch Eisen drin? Doch, hier liegt noch ein bisschen Refined. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt, wir bauen uns einen davon. Und können ruhig weiter hier bauen. Und zwar haben wir hier die Carbon Plates. Und oben in dem Ding liegen dann noch einen Augenblicke. Legen dann hier noch die Advanced-Dinger drin. Dann können wir uns daraus mal ganz kurz eben einen Advanced-Machine-Block bauen. So, ich glaube, es war so rum und so rum. Ich glaube, das spielt aber keine Rolle. Es funktioniert, glaube ich, in beiden Richtungen. Was wir jetzt brauchen, ist, ich denke mal, einen ganz normalen Electric Furnace. Okay, ein Electric Circuit und ein Iron Furnace. Okay, das kriegen wir schnell hin. Bauen wir uns erstmal eben schnell einen Iron Furnace. Kriegen wir alles hin, alles kein Thema. So, einmal hier mit, mit Cobblestone rum zu.
Dann das ganze Ding einmal hier mit Eisen. Um den Eisenfurnis zu bekommen. Und dann bauen wir hier raus dann unseren schönen Ofen. So, aber ich brauche erstmal einen Electronic Circuit. Beziehungsweise, ja, wir haben halt hier zwei. Dann etwas Redstone und so. Und wir haben den Electronic Furnace. Dann den Advanced Machine Block, den Electronic Furnace und ich glaube es war Copper. Außenrum zu, geben uns den Induction Furnace. So, das hätten wir schon mal geschafft. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Schalter. Das wäre ganz gut, um diesen Induction Furnace sozusagen immer auf volle Power laufen zu lassen. Wunderbar. Aber ich schmelze mir noch mal ganz kurz ein bisschen Eisen ein, denn ich möchte mir auch noch einen Mercerator bauen. Und dafür nehmen wir einfach mal hier die 23 Stück. Die schmeißen wir einfach mal hier rein und die zwei tun wir da auch einfach mal mit dazu. So, als nächstes brauchen wir natürlich etwas Energie hier. Und gut, dass wir noch ein Glasfaserkabel gerade von unten bekommen haben. Zack, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt noch was? Na, ist mir auch eigentlich relativ egal gerade. So, und dann gibt es hier einfach mal einen Hit ganz kurz. Und das Ding fängt an, sich aufzuladen. Und sich aufzupowern. Und wenn der auf 100% ist, dann ist das ein so schneller Ofen, dass der rennt einfach nur. Und wir können einfach doppelt reinlegen. Was ziemlich cool ist. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Dann fehlt nur noch der Mercerator gerade. Und ich nehme das mal ganz kurz raus. Ein Augenblick, der ist durchgelaufen. Okay. Und zwar packen wir einfach mal hier die Dinger hier schon mal rein. Und machen das Ganze mal hier schon mal so. Jetzt ist er noch ziemlich langsam. Er ist aber fast genauso schnell jetzt schon wie ja, dieser Ofen hier. Aber er verbraucht auch einfach noch zu viel Energie gerade. Dadurch, dass er noch nicht aufgepowert ist. Aber schön ist, er wird langsam schneller und langsam immer schneller, wie man sieht. Und das Schöne ist, wir können wirklich doppelt einfach hier reinlegen und das Ganze arbeitet sich hier schön brav durch. So, egal, das soll auch eigentlich schon reichen für das Refined Iron. Eisen kann hier mal ganz kurz wieder runter. Gut, und dann werden wir, oh, diese Spinnennerven da unendlich draußen, uns eben einen Maschinenblock bauen. So, wir haben einen Maschinenblock. Wir brauchen, lass mich mal ganz kurz gucken, einen Macerator. Hätten wir ganz gerne. Und zwar etwas Cobblestone, Circle und Flint. Flint. Maschinenblock. Das ist Stone. Das ist natürlich falsch. Irgendwo liegt da bestimmt hier noch Cobblestone. Hier. Zum Beispiel. War oben, glaube ich. Und etwas Flint oben drüber einmal. Ach, da liegt hier drin. Wunderbar. Und zwar 1, 2, 3. Und einmal hier oben sortiert. Wunderbar. Und da haben wir auch den Mercerator. Haben wir noch? Wir haben noch Kabel. Super. Ich dachte, wir hätten schon kein Kabel mehr. Deswegen war ich gerade so froh, dass wir auf jeden Fall noch eins hatten. Sonst hätten wir schon wieder Diamanten opfern müssen. Aber naja, so schwer sind die Diamanten ja auch nicht mehr zu finden. Durch unseren schönen Hammer. So, und der Mercerator kommt jetzt hier hin. Und wir werden noch ein paar Overclocker bauen müssen. Und der ist ganz einfach dafür da, falls wir mal irgendwas zwischenzeitlich, wie zum Beispiel Kohle mercerraten müssen, dann können wir das einfach hier drüber machen. Ja, super. Die Wand wächst langsam auch. Mal gucken, was wir noch für Maschinen dann hier noch dazu entwickeln können. So, beim letzten Mal habe ich schon vergessen, hier unsere schönen Scrapboxen zu machen. Deswegen werde ich jetzt zwei nehmen und das Ganze einfach mal hier mit zweimal ausprobieren. Mal schauen, was wir so heute aus den schönen, lieben Scrapboxen rausbekommen. So, dann werden wir einfach mal 14 Stück haben wir rausbekommen. Das ist schon mal nice. Vorher werde ich aber mal ganz kurz mein Inventar so ein bisschen ausleeren. Das kam hier noch her. Dann haben wir Holz. Wir haben Federn, das. Hier kommt dann nicht alles rein. Dann haben wir auf jeden Fall Flint, der kommt hier rein und der ganze andere Schmodderes kann dann hier schön reinsortiert werden. Mal ganz kurz ausgeguckt. Jut. Das Ding ist auch aus. Wunderbar, sonst würde unsere, wir schauen nochmal lieber. Ja, ist aus.
Okay, dann haben wir noch irgendwas, was wir hier aussortieren müssen. Die Wrench, die könnte im Prinzip einfach mal hierher. Haben wir da eventuell gerade unsere, ja, wir haben da eine Spitzhacke reingelegt. Das ist natürlich nicht so schön. Und dann können wir 14 mal drücken. Und zwar, wir kriegen etwas Dirt. Etwa ein paar Federn, ein Holzschwert, noch mehr Dirt. Eine Hoe, noch mehr Dirt. Ein Slimeball, noch mehr Dirt. Ein Gold und eine Spitzhacke. Ein Knochen, noch eine Hoe, etwas Essen. Und das letzte könnte etwas Glowstone gewesen sein. Bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Ah, es war Golddust, okay. Ja, ist auch schön. Einfach mal so ein bisschen hier Sachen rauszubekommen. Was machen wir mit dem ganzen Cobblestone? Was wir machen können auf jeden Fall. Und dafür ist auf jeden Fall sehr nice, was wir machen könnten mal. Und zwar, habt ihr es wahrscheinlich gerade schon gesehen, können wir diese schönen Dinger herstellen. Und das entsteht aus sozusagen 9 Cobblestone. Und man kann sozusagen den Cobblestone so ein bisschen zusammenpressen. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir den einfach mal so ein bisschen hier zusammenpressen. Und den kann man dann auch wieder einfach ins Inventar legen und sich dann sozusagen den Cobblestone da wieder rausholen. Um einfach so ein bisschen Platz zu sparen mit Cobblestone. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Also finde ich eine sehr, sehr nice Idee. So, der Rest kann da rein. Einmal sortiert. Und wie ihr seht, hier unten, die kann man übrigens wieder 9-fach zusammenlegen und kann da wieder raus einen neuen Compressed Cobblestone machen. Ich glaube, das kann man 4-5 Mal machen. Und ja, da kann man schon etliches an Cobblestone zusammenpressen. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Bone, noch eine Feder. Soul Sand kam hier mit rein. Ich sortiere nochmal ganz kurz den Rest hier aus. Schmeiß gleich oben nochmal eben. Was machen wir mit dem Werkzeug? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich schmeiß das einfach mal hier hinten irgendwo rein. Brauchen wir einfach nicht. Habe jetzt auch keine Verwendung für. So, weg damit. Dann als nächstes. Oh, da ist ein String. Den können wir natürlich noch gerne gebrauchen. Dann geht es hier ganz kurz eben hoch. Und zwar schmeiße ich mal ganz kurz hier den Gold Dust rein. Den nehme ich mir auch mal ganz kurz. Und dann machen wir das Ganze mal ganz kurz hier so und so. Wie weit ist denn das Ding jetzt hier hochgelaufen? 74? Na, dann können wir es ja mal ausprobieren. Und zwar einmal ganz kurz geteilt. Und dann sieht man, blub, 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 wie schnell man hier ganz kurz eben Zinn einschmelzen kann. Und wie gesagt, der ist noch nicht auf 100%. Das wird auch schneller. Und für den Mercerator werden wir uns noch ein paar Overclocker bauen, sodass wir 6 Stück, glaube ich, haben. Wie man sieht hier, Progress Time 34,3%, aber auch die Kosten sind dafür um 400% gestiegen. Das heißt also, das ist schon ziemlich übel. Wir müssen das über das Vierfache ausgeben an Strom, bekommen aber nur eine 9,3%ige Erhöhung. Das ist schon etwas hart, ja, sagen wir es mal so. Gut, das Essen können wir einfach aufessen. Weiß sonst nicht, was ich damit machen soll. Und ich, doch die Tonne bekommen wir. Können wir die Tonne nicht, glaube ich, in den Kompressor reinwerfen? Nee. Irgendwie konnte man die, glaube ich, auch wieder einschmelzen. Oder ging es in einem Furnace? Nee. Also irgendwie konnte man die auch, glaube ich, wieder verwerten, dass man da wieder Zinn rauskriegt. Aber egal. Vielleicht muss man auch mehr Kannen nehmen. Ich wüsste nämlich gerade nicht, wozu ich die Kannen unbedingt brauchen soll. Denn sie speichern ja nur ein Essensfood und da muss man einfach zu oft wieder essen. Deswegen finde ich diese Kannen nicht so schön. Gut, wenn die so 5-6 Leben regenerieren würden, das wäre schon ziemlich nice. Gut, ich glaube, wir haben alles für heute geschafft. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao!